mit seinen 99 Problemchen 6708 Votes dafür. Und jetzt ist es soweit. Heute ist der MTV Hip-Hop-Tag und jetzt würde ich einen fetten Applaus, denn Deutschlands geilste Rapper sind im Haus. Und da kommt zuallererst Curse, Pharos MC, Savage und Samy Deluxe. Moinsen. Alles gut? Bussi, Bussi. Alles gut? Ja. Alles klar? Die will natürlich wieder knutschen. Yippie! Du hast noch deinen Kaffee dabei, sehr gut. Setz euch! Ja, los, jetzt setz hier alle schön verteilen. Komm zu mir. Bruder? Na gut. Okay. So, Jungs, jetzt seid ihr da. Du hast noch deinen Kaffee mitgebracht hier, Ferris. Geil, ne? Geil, warst du ein bisschen schlecht geschlafen? Nee, danke, ich bin dann immer so aufgeregt, wenn ich Kaffee trinke. Aber wird kalt, wenn ich ihn stehen lasse, deswegen trinke ich ihn erstmal aus hier. Ganz easy. Wollen wir mal mit einem kleinen Assoziationsspiel anfangen, vielleicht bei dir, Sammy, für euch alle natürlich. Woran denkst du, wenn du an Hip-Hop denkst, am Hip-Hop-Tag? Bietet sich's an? Ey, das ist mein ganzes Leben, weißt du, das ist jetzt nicht eine kleine Sache, wo ich dran denken kann. Das sind die letzten 15, 20 Jahre meines Lebens ungefähr, an die ich denken muss. Sehr viele gute Erinnerungen, ein paar schlechte. Als ich eben diesen Bericht da des Masters über deutschen Hip-Hop gesehen habe, leider ziemlich viele schlechte Assoziationen, die insgesamt hochkommen, wenn man an Hip-Hop denkt, so immer sehr viel Beef-Kram hin und her, so. Aber an sich ist die positivste Sache, die mir je passiert ist in meinem Leben. Über Beef reden wir später auch noch. Ferris, was hast du, wenn ich sag Hip-Hop? Ja, auch für mich die geilste Sache, die passiert ist, und ich denke natürlich an meinen Abschied dann. Aber Leute, wir müssen hier einen Begriff, wir müssen also Spielregeln halten. Jeder ein, so bang, 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 bang. Hä? Ein Begriff so, sag ein. Savas, Hip-Hop, was denkst du? Ficken. Gut, was denkst du? Autos. Mein Leben, wie erst gesagt hat, Aurem. Okay, ich denke an enge Höschen. An enge Höschen. Siehste? Da seid ihr bei euch ja sehr ähnlich. Da seht ihr bei euch ja sehr ähnlich. Ja, du, Kirst, das erste, die erste Erinnerung im Zusammenhang mit Hip-Hop. Was fällt dir da so ein? Wie, was sagst du? Weißt du gar nicht, was ich sagen will. Nee, wir hatten hier so internes Ding. Ach so, so. Meine erste Erinnerung an Hip-Hop war im Kindergarten, als ich glaube ich 6 war oder so, wo wir einen Zivi hatten, der war Breaker. Das war so Anfang der 80er, so Breakdance-Welle in Deutschland. Und auf einmal kommt der Typ, macht Windmills, Headspins und Scheiß, und ich mit 6 voll so, was geht ab? Der war in einer anderen Gruppe. Und ich hab immer gesagt, ich muss aufs Klo oder mir ist schlecht und so, bin immer in die andere Gruppe rübergegangen und hab den Typen so beim Breakdancen zugeguckt. Das ist so meine allererste Erinnerung. Cool. Und bei dir? Ehrlich gesagt, ich glaube, als ich frisch mit meinen Eltern nach Berlin gezogen bin, als ich das erste Mal Radio gehört habe in Berlin, da war dann Holiday Rap war am Start. Das waren so die ersten Sachen, die ich gehört habe, die irgendwie ansatzweise was damit zu tun hatten. Ja, dankeschön. Jetzt kommen wir eigentlich zu Platz 8. Platz 8, da bist du mit Weck mich auf. Kannst du dich noch an deine erste Textzeile erinnern, die du überhaupt beschrieben hast? Weil ich glaube, Weck mich auf war eine der ersten wirklich richtigen Solo-Geschichten, die du gestartet hast. Ja, das ist schon lange, nachdem ich jetzt angefangen habe. Also wenn nicht mein erstes Lied gleich ein Top Ten Hit gewesen wäre, wäre es eine sehr schöne Sache. Das passiert mir in dem Rapper. Aber kannst du dich noch daran erinnern, die erste Zeile, die du geschrieben hast? Nee, war auch Wenn auf Englisch sowieso. Ne? Und worum es ging? Weißt du danach? Damals war es wahrscheinlich eher so alles, auch ein bisschen so wie Weck mich auf, so ein bisschen politisch sowas in die Richtung. Sehr fein. Wolltest du selber anlagen? Anlagen? Wolltest du selber ansagen auf der 8? Samy Deluxe, Weck mich auf. Unglaublich. Dankeschön. Sehr schön. Willkommen zurück bei MTV TRL, einem Hip-Hop-Special heute. Und wir haben illustre Gäste dabei. Samy Deluxe ist da, Ferris MC ist da. Ferris MC ist da, habe ich gesagt. Savas ist da und Cursor und natürlich auch Isabel. Ja, Leute. Sagt mal, ihr vier. Sagt euch eigentlich Crumping oder Clowning was? Habt ihr davon mal was von gehört? Ich hab dich jetzt gerade nicht gehört. Frag gleich nochmal. Okay. Alles nur für euch, Leute. So, jetzt hier. So, Ruhe, ich verstehe kein Wort. Oh. Crumping, Clowning, macht das da Klick? Sagt euch das irgendwas oder ist das so, was ist das denn? Also mir sagt das was, wenn ich mich da mal outen darf. So. Gibt es diesen Film Rice, der läuft ja heute Abend bei euch auch. Und den habe ich gesehen und das ist ein krasser Film. Ich werde anfangen, ey. Und ich kann, echt? Ja. Ich suche einen Job irgendwann vielleicht in 5 Jahren. Ich rufe nochmal an. Also ansonsten, ich habe den halt gesehen und ich fand das sehr krass, weil es ist ein neuer Tanzstil aus L.A. und das ist ja, eigentlich ja, nochmal genau. Breaken auf
Genau, und kommt ja eigentlich von Tommy the Clown, ne? Clowning und daraus eben Crumping. Echt voll geil, die Kids gehen danach ab, eine Möglichkeit einfach von der Straße wegzukommen und so seinen ganzen Frust rauszudancen. Und ey, wir müssen da wirklich mal reingucken in den Film Rise von David LaChapelle. Ihr wisst ja, richtig geiler Produzent von der Musikvideobranche und auch noch geiler Fotograf. Und ich sage mal, damit ihr das mal meint, was ist da so meine, was da so abgeht bei Crumpen, gucken wir jetzt einfach mal rein in den Ausschnitt Rise. Heute um 21.30 Uhr bei MTV Free TV Premiere. So rum. Also. Heute Abend 21.30 Uhr. Bei MTV. Und er ist auf jeden Fall wert reinzuschauen, denke ich, bei der Geschichte. Ja, also ich muss es ja ehrlich sagen, ne? Ich habe ja gestern zu dir gesagt, das machen wir dann mal und wir üben so ein bisschen. Aber wenn ich das jetzt sehe, das ist so krass. Ziehst du zurück, ne? Ja, ich würde mir den Hals verrenken oder sowas, ehrlich. Oder wie fandet ihr das? Kein Ding. Geil, oder? Geil. Auch geile Körper. Geht ihr eigentlich, wenn ihr abends rausgeht, tanzt ihr? Seid ihr Tänzer oder steht ihr eher in der Bar? Ich bin ja eher so der Bartyp. Also ich bin eher so der Aufleger. Und die Leute tanzen dann dazu, was ich auflege. Jamie? So Kopfnicken ist schon. Kopfnicken ist okay. Sauber? Stubenhocker. Stubenhocker. Gar nicht rausgehen? Ehrlich nicht? Echt nicht, Alter. Nee. Aber auch gar nicht mit. Wenn du mich einlädst, komme ich natürlich. Du hast gesagt, du legst so eine Musik auf, so wildes Zeug. Sowas wie Galvanize ist auf jeden Fall in unserem Maniac-Set mit drin. Jeder ist herzlich eingeladen, da mal zu kommen und zu tanzen. Ne? Sau. Kommen wir zu Platz Nummer 7. Würde ich sagen, D12 mit My Band. 8132 Votes. D12 waren das mit My Band, Platz 7 in eurer Hip-Hop-Special-Charts heute. Und ja, in dem Lied geht es eigentlich so ein bisschen darum, dass es immer so den Star in der Gruppe gibt, der dann so Sonderposten bekommt, also der einfach immer das Beste bekommt, der bekommt den geilsten Tourbus, der bekommt die geilsten Backstage-Räume etc. etc. Und ihr seid ja auch so ein bisschen mit euren Crews immer unterwegs, wenn ihr auf Tour seid. Savasch, ich denke jetzt ganz besonders an dich. Ihr seid ja Optik Boom letztes Jahr groß unterwegs gewesen. Genau, Optik Takeover Tour. Richtig. Von euch präsentiert. Von uns präsentiert. Von mir. Wie ist das so bei euch? Gibt es da auch so manchmal Palaver in der Crew, so wie jetzt bei D12 My Band im Video, dass du da so der Frontman bist und alle anderen... Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Die anderen stocken ihre Dings hoch und ich stock meine ab, da treffen wir uns in der Mitte auf jeden Fall. Nee, alles softer. Wir haben auf jeden Fall unseren Spaß, ja, wie Klassenfahrt auf jeden Fall, Durchdrehfaktor. Aber hat irgendeiner von euch so eine Geschichte, wo es auf Tour zu so einem Eklat kam, weil irgendjemand meinte, da aufgrund in eurem Hintergrund auf dicke Hose machen zu müssen, dass er bei euch dabei sein kann? Ich glaube, da spreche ich für alle, das ist im Hip-Hop, also gerade bei uns, wie wir das hier in Deutschland handhaben, weil ja eh alles nicht so groß und so Hollywood ist, wie Leute sich das immer vorstellen, wie es in Amerika ist, ist es ganz normal so, weißt du, wenn ich mit meinen Jungs auf Tour gehe, so, wir sind alle gleichberechtigt, weißt du, letztendlich, also so keine wirklichen Sonderrechte, ich habe genau so ein kleines Bett im Nightliner und ein Hotelzimmer ist auch genau das gleiche, da gibt es auch keine dicken Suites und so. Man versucht einfach überall Kosten zu sparen und am Ende lieber Geld damit zu verdienen, statt zwischendurch an einem Off-Day in einem 5-Sterne-Hotel rumzuliegen, bringt mir auch nichts. Da geht es ja um den Spaß, dass alle Bock haben, unterwegs zu sein. Für alle. Alle nicken. Alle nicken. Sehr gut. Ja, dann machen wir weiter mit unserer Hip-Hop-Top 10 hier, würde ich sagen. Ja? Sind wir jetzt bei Platz, ich weiß gar nicht, wo sind wir? Da sind wir. 6, 50 Cent mit PIMP. Auf der 6 in eurer heutigen TRL Hip-Hop Special Top 10. 50 Cent mit PIMP im Remix sogar. Haben wir Zuschauerfragen? Ich glaube, da waren auch Leute, die was wissen wollten. Ja, ich habe hier zwei hübsche Mädels neben mir und die würden die Jungs gerne was fragen. Du bist die? Chiara. Chiara und die Sharon. Gut. Chiara, wen möchtest du was fragen? Savasch. Warum denn mich? Ich weiß nicht. Okay, schieß los. Was hast du dir von deinem ersten großen Gewinn gekauft oder geholt? Ehrlich gesagt, das erste Mal, dass ich richtig Cash hatte, habe ich mir ein Auto geholt. Was ist das für ein Auto? 2 Jahre später verkauft, Lexus war das, ein Jeep. Cool. Aber der ist wieder weg. Ist wieder weg? Ja. Warst du teuer oder was? Nee, Dings, ich habe keinen Ölwechsel gemacht. Der Motor war im Arsch. Oh, Sabat, du musst doch Ölwechsel machen. Genau, da dachte ich, bevor ich das Öl wechsle, wechsle ich das Auto. Okay, und wen möchtest du was fragen? Sammy. Und zwar, wie stellst du dir dein Leben in 20 Jahren vor? Oh, ich lebe ziemlich für den Tag, so nicht so weit vorausplanend, aber ich denke, in 20 Jahren hoffentlich stehe ich nicht mehr auf Bühnen rum, sondern kann ein bisschen mehr im Hintergrund produzieren, hoffentlich Label oder irgendwie im Musikgeschäft noch irgendwas businessmäßig machen, das mich zufriedenstellt und mich um meinen Sohn und meine Familie kümmern. Das wäre sehr schön. Ja, ich danke euch beiden für die Fragen. Und dann gebe ich mal ab an den Joko. Mich würde aber eigentlich interessieren, was hast du hier von der ersten großen Kohle gekauft? Weißt du es noch? Ich muss ja erstmal Schulden abtragen. Du musst erstmal Schulden abtragen.
Weißt du, es noch gehört? Mein Problem ist, ich kann mir nie so richtig große Sachen kaufen, weil ich immer so, ich gebe immer so viel Geld für kleine Scheiße. Ich gehe mal dann essen für hier was, Kohle und dann hier irgendeine Hose für Kohle. Du verpasst das zwischendurch einfach schon. Ja, einfach so Geld hier, da, zum Beispiel. Weißt du es noch? Erste große Geld? Ich habe immer nur richtig viel Geld ausgegeben, wenn ich eigentlich keins hatte. So. Also ich habe mir eine Eigentumswohnung gekauft, das war schon mal der gute Move. Und immer wenn ich mir so viel zu teuren Schmuck gekauft habe, war eigentlich dann nur schön Kreditkarte, dann bam, ins Minus hauen und so. Ja, das ist irgendwie, ich gebe immer nur Geld aus, wenn ich es eigentlich nicht habe. So. Gut, wofür was Bushido seine Kohle ausgibt, habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt er jetzt auf Platz Nummer 5. Und da ist er mit Nemesis, 9.121 Votes. Tupac mit California Love. Ey, Sammy, du hast ja eben schon angesprochen, Thema Beef und so, ja, und das ist ja in Amerika echt ein bisschen krasser, ne? Ja, also viele. In Deutschland Gott sei Dank nicht so krass und harmloser. Tupac erschossen, Notorious B.I.G. auch. Tupac. 50, Tupac, ja, genau, Dankeschön. Nee, weil das heißt im Fernsehen so oft vorkommt. Das heißt, ja, aber warum ist es in Deutschland so harmlos? Jetzt. Also, soll es schlimmer werden oder was? Also das Gute ist ja hier, dass es ein anderes Waffengesetz gibt, was natürlich schon eine ganz andere Auswirkung auf die Leute hat. Wenn man hier überhaupt mit einer, ich glaube mittlerweile, wenn man mit einer Gaspistole erwischt wird, kann man schon richtig Probleme kriegen. So. Und mit einer scharfen Waffe kommt man sofort in den Knast. In Amerika ist es ziemlich normal, dass ein großer Prozentteil der Bevölkerung eine scharfe Waffe zu Hause hat. Und in einigen Bundesstaaten auch auf jeden Fall das Recht zu schießen, sobald irgendjemand, ohne sich vorher anzukündigen, dein Grundstück betritt. Das heißt, die Mordrate ist sowieso höher und dementsprechend in der Hip-Hop-Szene, weil auch alles viel glamouröser, viel mehr Hollywood ist. Leute haben Ketten um den Hals, die eine Million wert sind und solche Sachen. Das ist ganz klar, dass auf jeden Fall, dass meine nicht so viel wert ist, auch ganz klar auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall einfach eine ganz andere Welt da drüben. So. Das kann man wirklich nicht vergleichen und ich hoffe auch, dass es nicht so wird hier, ehrlich gesagt. Aber glaubst du, dass es so viel mit dem Waffengesetz zu tun hat oder ist es auch so eine andere Mentalität? Also man glaubt jedes, wenn es geht Hand in Hand, glaube ich. Weißt du, die Mentalität hat dazu geführt, dass das Waffengesetz da so ist und das Waffengesetz wiederum führt dazu, dass es auch noch mehr Morde gibt, weil letztendlich in anderen Ländern, wo es weniger Waffen gibt, gibt es auch weniger Schusswaffenmorde, ist ganz klar. Du hattest ja auch mal etwas Beef mit einem Herrn, der jetzt mit Bushido zusammenarbeitet, Echo oder Ekrem. Wie ist da so der Stand der Dinge, habe ich mich gefragt. Es gibt keinen Stand der Dinge. Gibt's nicht? Nö. No talking zwischen euch beiden. Also nein. Auch gar keinen Bock drauf. Nö. Ich glaube, das braucht noch so ein halbes Jahr oder ein Jahr oder aber dann ist es auch nicht. Nie wieder. Bitte? Vielleicht noch ein halbes Jahr, ein Jahr und dann? Nee, ich gehe nicht davon aus. Okay. Aber geht es überhaupt noch so in dieser ganzen deutschen Rap-Szene irgendjemand, der Beef hat? Also es wirkt alles so relativ entspannt bei uns hier. Also da gibt es ja niemanden, der wirklich... Ja, es gibt schon Leute, aber ich glaube jetzt gerade nicht. Also die Zeit, wo Savage und Echo das so mit Singles und Videos im Fernsehen ausgetragen haben, das war, glaube ich, schon ziemlich so der Höhepunkt, was es bis jetzt gab. So, weil vorher, selbst als ich damals mit Azad Beef hatte und so, das war immer auf so einer Ebene, dass man das irgendwie mit Untergrund-Releases und irgendwelchen gepressten Platten und nicht mit Videos und so. Und ich glaube jetzt, es gibt immer noch Leute, so wie, die sich nicht verstehen. So. Ich sehe das so, das ist wie, wir sind alle irgendwie in einem Genre tätig so und wenn man bei seinem Arbeitsplatz gibt es auch immer Leute, die man mag und nicht mag, mit denen man klarkommt, weißt du? Und wir haben eben die Möglichkeit, weil es sowieso darum geht, sehr viel in Texte zu verpacken, jede Art von Emotionen als Rapper geht's ein, ist natürlich viel leichter, dass da mal so eine Zeile rausrutscht, du sagst ja und der, ich mach's nicht so wie der und der und so kann sowas schon anfangen. Aber wir haben ja mit euch in der Runde jetzt eine gute Kombination getroffen, ja, ihr hattet keiner untereinander vorher Stress, ihr musstet das vorher klären, weil ihr euch reingesetzt habt oder auch nicht, gut. Genau. Das habt ihr gleich mitgekriegt. Ja, also, wunderbar. Ja, wollte ich gerade sagen. Hier, du bist auf der 2 jetzt mit das Urteil. Yippie. Ja, und ich will, dass du es ansagst. Auf jeden Fall. Ku Savage, das Urteil, Optik Records 2006. Ku Savage war das mit das Urteil, 10.752 Votes dafür. Und man sieht's, das war eines der wenigen Lieder, was zum Goldenen Tape gekommen ist. 20 Mal auf der 1 hier. Ist das nicht eine Ehre, Savage? Doch, super Ehre auf jeden Fall. Ich habe mich auch extrem gefreut. Bis zum heutigen Tage sogar noch. Wo hängt das Ding bei dir? Das ist bei uns im Büro, damit alle das sehen und glücklich sind. Und neben motiviert sind, noch mehr zu arbeiten. Neben den goldenen Schallplatten, ja? Nee, noch nicht ganz. So weit sind wir noch nicht. Ja, das kommt noch. Ja, dann sind wir jetzt schon fast am Ende. Aber mich wird jetzt noch mal... Ganz langsam, Isabel. Mich wird zum Schluss noch mal interessieren, was in naher Zukunft so ansteht. So, schieß los. Jeder 2 Sätze. Also Freitag jetzt, in wenigen Tagen kommt meine Single Struggle, die ihr heute auch hier gehört habt. Und das nächste, was passiert, dann ist auf Alles Real Records das Album von Reno und das Album von Germany. Checkt es auf jeden Fall aus. Cool. Bei dir? Merchandise, sie nannten ihn Mücke, Street Album, dann Optik Takeover, unser Album und viele Auftritte www.optikrecords.de.
machen wir weiter. Freitag kommt meine letzte Single. Nächste Woche kommt dann mein letztes Album. Dann ist Ferris MC tot. Ansonsten Maniacs jedes Wochenende. Elektro im Herbst 06. Erste Kinofilm mit Sascha Reimann. Ja, das war's dann mit mir. Cool. Bei mir ein neues Mixtape Ende des Monats, Big Bows of the Nauf, Sammy Deluxe, und danach noch viele Releases, Hamburgs Finest, Deluxe Records, check die Website. Da bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, hier als Danke zu sagen. Schön, dass ihr da gewesen seid. Vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Uns auf MTV kommen jetzt noch die News, danach kommen die News Tracks, natürlich ganze Zeiten des Hip-Hop, und um 19 Uhr kommt noch All Access Europe Eminem. Exklusive Tourbericht von Eminem, ein Diary von ihm, wie er auf Tour gewesen ist durch Europa, das habt ihr noch nicht gesehen bis dato. Und jetzt auf Platz Nummer 1, Eminem, Lose Yourself, 11.360 Volt. Dankeschön, schönen Tag noch, auf Wiedersehen. Optik!